Ja, hallo, liebe Liebenden. Das war, glaube ich, aus einer anderen Sendung. Die Begrüßung. Ich fand sie jetzt auch gar nicht so schlecht. Viele kennen diese Sendung wahrscheinlich gar nicht. Wahre Liebe hieß sie. Lilo Wanders. Genau, hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, was jetzt hier passiert. Von daher brauchen wir das gar nicht so auszuweiten hier. Wir setzen einfach mal das Spiel fort. Wir begeben uns wieder an die Tankstelle. Und ja, ich wollte eigentlich ja die letzte Sitzung schon wesentlich schneller wieder machen, habe dann aber doch wieder ein paar Tage verloren. Weshalb auch wieder einen Tag kein Video in diesem Bereich kam. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich jetzt nicht mehr ganz so genau wusste, was ich geplant hatte. Ich glaube, ich wollte zuletzt. Oh, der sieht aber jetzt nicht gut aus. Warum taucht der jetzt auf? Erstmal packen wir mal Müll weg hier. Das sieht aber schon nicht gut aus hier. Wieso ist das hier schon so? Wenn wir mal direkt was am Müll machen hier. Das sah nicht gut aus und da sieht es auch nicht gut aus. Frage ist, warum? Das sah gar nicht so voll aus eigentlich. Also ich weiß, dass ich letztes Mal extra ein bisschen Geld mir schon mal ranschaffen wollte und ich glaube, ich habe die Tankstelle schon geschlossen, oder? Weil ich ein paar Sachen machen wollte. Ah ja, oben steht geschlossen. Sehr schön, wie ich jetzt mit der Maus nach oben zeigen wollte. So, also es ist geschlossen. Das heißt, ich kann theoretisch in Ruhe jetzt irgendwas ausbauen. Sonst schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Was hatten wir denn da? Wir müssen noch zwei Autos betanken. Das geht natürlich darum, dass ich dann wieder weitere Möglichkeiten kriege, also neue Möglichkeiten kriege, die Tankstelle aufzurüsten. Das bedeutet aber auch, dass ich noch 10 Kunden brauche und Autos repariert haben wir genug. Okay. Soweit, so gut. So, da ich im Moment noch nicht genau den Plan habe, was ich hier gemacht habe, fing ich schon mal in der Zeit. Das schadet ja erstmal nicht. Und im Moment kann ja niemand kommen, der es wieder dreckig macht. Das ist eigentlich ein recht beruhigendes Gefühl, wenn da nicht das Thema Geld wäre, was eben in der Zeit nicht fließt. Sowieso ist es denn noch nicht ganz sauber hier. Das sieht doch schon gut aus, oder? Ah, da haben wir noch ein paar Fußspuren. Ja, ich glaube. Soweit, so gut. So, jetzt wollte ich mal sehen, was genau konnte man denn jetzt noch machen hier. Einrichtung, Werkzeuge, was haben wir denn? Ah, ich wollte, glaube ich, auch. Wollte ich bestellen? Ich glaube, bestellen wollte ich auch. Kann ich eigentlich bestellen erstmal, weil das ist erstmal wichtig, dass wir die Sachen da haben. Level 2 Motoröl, das darf ich noch nicht, ne? Okay. Reifen. Ein einziger Reifen kostet 43. Ist aber gerade relativ günstig. Deshalb grün. Das heißt also, ich nehme. Ich will immer nehmen. Müssen natürlich aufpassen. Nehmen wir erstmal 5 Stück, hört sich doof an. Weil ein Auto ja nur 4 Reifen hat, aber es sind ja auch nicht immer 4 gleichzeitig kaputt. So, das kostet mir gerade zu viel und das auch. Okay, dann können wir das so lassen und bestellen das hier mal. Lager 5, 24, 5, 24, was heißt jetzt 24? Achso, 24 sind möglich. 5 sind zurzeit noch drin, sehe ich das richtig? Oder 5?
0 von 19, okay. Gucke ich mir jetzt gleich mal eben an, was das genau bedeutet. Also im Moment hätten wir quasi noch 19 Plätze frei. Das würde ich jetzt gerne eigentlich mal sehen. Und das optisch auch. Okay, wir hatten keine Reifen mehr. Das ist schon mal zu sehen. Und es kommt jetzt der LKW natürlich angefahren. Das heißt, wir können das Lager mal öffnen. Damit er rein kann. So, und die Frage ist, was ist denn, wenn ich, also alles, was ich hier lagere, kommt dann, glaube ich, nachher automatisch rüber in die Werkstatt. Beziehungsweise da, wo es hingehört, oder in meine Verkaufsregale. Je nachdem. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er. Okay, vielleicht kann ich in der Zeit noch mal eben gucken, ob wir noch was zu essen brauchen. Ich finde diese Kunst hier, finde ich unglaublich gut. Es ist, ist ja nur eine Ente, ist ja nichts Schlimmes. Ne? Genau, ich wollte auch noch ein Regal haben, dem ich dann weitere Produkte bestellen kann. Das heißt, ich brauche aber, gucken wir mal, Einrichtung, Regale. Ein Zigarettenregal hätte ich gerne. Da gibt es für 139, oder nehmen wir großen Zigarettenständer, weiß ich nicht. Hängen die an der Wand nur, sodass drunter noch Platz ist? Ja, der große ist ja nicht viel teurer, ne? Also nehmen wir den einfach mal. Und die Sachen, die kriege ich noch nicht. Ne? So, Alkohol könnte man noch verkaufen. Eiscreme finde ich jetzt auch noch sehr wichtig, weil wir haben ja draußen auch ein Eis-Dingens-Gerät. Kostet das dasselbe? Ne, 40 teurer. Ist relativ groß. Egal, wir nehmen jetzt... Wir leben auf großem Fuß hier. Dann hätten wir die beiden Sachen schon mal. Und die stelle ich jetzt noch mal wie ab. Da Rucksack. Regale. Eiscreme. So, Eiscreme stellen wir am besten mal hier neben, genau. Mal umdrehen. So richtig gut gedreht kriegt man sie ja sowieso nicht. Ich hoffe, ich kann dann nachher noch gut hier durchgehen. Wieso ist es jetzt weg? Tötet das draußen? Nö. Okay. Nochmal. Also ich komme doch noch da rum, oder? Das wird hier wohl nicht das Problem sein. Kann ich außer präzise. Dann habe ich auch nicht vor. So, jetzt steht's. Komme ich durch? Ich komme durch. Sehr schön. Dann noch das andere Regal für Zigarette aus Schmokus. Ah, genau. Das können wir nämlich da drüber packen. Ist das sehr platzsparend. Genau, dann kann ich nämlich noch Zigaretten und Eis bestellen. Produkte. Zigaretten. Nehmen wir davon mal 10. Superblind 10. Alles, was jetzt gerade im Moment günstig ist. Okay. Und dann direkt noch Eiscreme holen. Zumindest die hier schon mal. Komm, dann nehmen wir mal 2 Stück von. Nicht möglich? Warum nicht? Was habe ich? 158? Also im Geldlichst nicht. Okay, machen wir dann vielleicht gleich. Ich gehe jetzt erstmal raus, weil
Der LKW ist ja schon längst da. Ich weiß auch nicht, ob der ewig wartet. So, geben Sie mal her. So, jetzt linke Maustaste. Zack. Damit fährt er wieder. Ich mache dir noch die Türen zu. Ich weiß, das ist dir scheißegal, du fährst auch so. Aber ich bin da mal nicht so. So, da hinten ist schon der nächste LKW unterwegs. Eventuell noch Eis bestellen. Jetzt muss ich erstmal noch mal gucken, warum das eben nicht ging. Ich habe das nicht so genau gesehen. Eiscreme. Nehmen wir mal eins. Davon jetzt auch. Oh, da sind ja auch. Jetzt gehen auf einmal mehrere. Okay. Bestellung. Unmöglich, warum ist unterwegs? Ach, deswegen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis der mit seinen Zigaretten da ist. Aber er ist ja schon fast da. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Noch 158 Dollar ist jetzt nicht mehr die Menge. Aber wir haben dann Werkstatt und Verkauf so ein bisschen wenigstens wieder. Was denn? Da müssen wir halt schauen. Ob Kraftstoff noch genügend hat, ich hoffe. Ich weiß auch gar nicht. Ich finde das schade, dass das mit dem Kraftstoff nicht hier irgendwo angezeigt wird. Oder ich bin einfach nur fürchterlich blind, aber ich fände halt gut, wenn man das schon sehen könnte, ohne dass man am Computer ist. Oder aber... Ach, der ist schon da. Ich warte, dass der ankommt. Sehr lustig. So, eingepackt. That'll do. So, sehr schön. Dann können wir hier auch zumachen. Und dann voraus, dann werde ich jetzt noch was bestellen für 158. Ja doch, Eis kann ich ja noch bestellen. Ich mache aber so lange mal eben zu, bevor mir hier einer die Bahn, die ich gerade geholt habe, klaut. Halt, falsche Seite. So, was wollte ich? Informiert. Ah ja. Eis bestellen, genau. Produkte. Eiscreme. Das ändert sich aber echt ständig, diese, ob was gerade günstig ist oder nicht. Dann haben wir übrigens jetzt alles gerade günstig. Dann haben wir alles im Angebot. So, Lieferung ist unterwegs. Ich habe immer noch 148 Dollar. Ist mir da jetzt gerade nichts abgezogen worden, oder? So, wie sieht es denn aus mit Kraftstoff? 170 haben wir noch über. Ja gut, dann kann ich ja eh nicht viel, oder? Na, es lohnt sich nicht, 30 zu bestellen. Das ist ja Quark. So, wo war jetzt hier nochmal das kunstvolle Gemälde? Da sind, oh Gott, ich glaube, da werden wir nochmal ein bisschen drüber gehen. Welche Farbe hatte ich denn hier draußen gemacht? Dieses dunkle Braun oder? Oh, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube ja, ich hoffe. Sieht eigentlich so aus. Ne? Zack, und wieder... Habe ich es voll drauf. Hä? Habe ich die jetzt? Oh, ich sehe das. Ich kann die Farbe kaum erkennen. Oder ist das jetzt dunkler? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, wenn ich dann... Wenn es nicht dieselbe Farbe ist, dann ist das die künstlerische Freiheit, die man natürlich hat. Da war das Problem.
Okay, die Ursprungsfarbe sieht eigentlich anders aus. Das sieht man im Dunkeln nicht so gut. Aber ja, ist aber auch ganz hübsch so, ne? Kann man mal lassen. So, wie sah es mit dem Lager? Ach, das habe ich inzwischen zugemacht. Ja, okay. Oder sollte jetzt noch was ankommen? Eigentlich nicht, oder? Ich guck mal eben. Wie sieht es denn hier aus? Wie kann ich denn jetzt, also das ist aufheben, platzieren. Wie konnte ich denn jetzt die Regale einräumen? Da gibt es auch noch extra. Achso, ja genau, platzieren ist dann schon richtig. Also die linke Maustaste. Haben wir davon denn noch welche? Haben wir, gut. Jetzt haben wir keine mehr, ne? Keine Produkte mehr. Okay. Haben wir dann hier noch was? Auch keine mehr. Dann machen wir mal hier voll. Ah, Zigaretten sind da. Place all. Ja, so ein bisschen tut sich daher schon. Aber wir haben noch keine Eiscreme. Warum nicht? Hatte ich doch bestellt, oder? Oder habe ich jetzt den LKW? Nee. Kann man das hier sehen, was wir noch haben? Nein, ist nicht zu sehen. Können wir auch schon rausgehen, können wir. Müssen sowieso ja dieses ganze Zeug hier noch wegschmeißen. Weil, also ich weiß eigentlich nicht genau warum, aber wahrscheinlich damit wir mehr Platz hier kriegen, mehr Regale einstellen können. Und zwar sind das hier tolle Sachen, ich könnte die eigentlich so als Musiker ganz gut gebrauchen, aber vor allem Keyboard finde ich eigentlich gut. Aber ich glaube, das muss weg. Ich glaube, man kann damit auch nichts anfangen. Leider Gottes. Hätte sich auch verkaufen können. Man bei eBay reinstellen oder so. Was ich nie tue. Oh, das schwebt jetzt aber hier gut in der Luft. Oh, wir haben da drüben ja auch noch einen Container. Den können wir ja auch nutzen. Nehmen wir mal die schwebende Dingens. Und oh mein Gott. Steht echt noch eine Menge. Aber wir haben jetzt schon wieder Tag. Das heißt, ich würde sagen, ich mache die Tankstelle jetzt erstmal auf. Mal eben noch hier die Kleinigkeiten noch weg. Die können wir, glaube ich, gleich den Müll auch abholen lassen. Oder? Ah, ich weiß noch nicht. So, mal. Wo bist du? Wo ist der Idiot? Gehst du weg? Habe ich nicht. Hau ab. Ich hab nichts zum Werfen hier. Ich muss immer was bereitlegen haben, wo ich ihn bewerfen kann, dem Idioten. Sonst kann ich mit dem nichts machen. Ja, jetzt ist er eh weg. Ja toll. Hatte ich gerade neu gestrichen. Schon haut er mir wieder alles durcheinander, der Vollidiot. Wir sind doch in Amerika, ne? Da kann ich doch eigentlich mir eine Knarre kaufen und dann erschieße ich den einfach beim nächsten Mal.
das ist im Rahmen. Also, das ist im Rahmen. Kann man ja nicht als übertrieben bezeichnen, oder? Ich denke nein. Ey! Du sollst da mit rein. Oh, ich glaube, das passt nicht mehr allzu viel. Ja, schon klar. Dann gehen wir mal zu dem Container. So, wo war jetzt mein Eisproblem? Kann man mir das mal kurz erklären? Und erst gut, ich wollte es mir auch geklappt. Egal, wir machen jetzt erstmal auf. Da müssen wir wohl diese Richtung. Irgendwann finde ich mich hier auch zurecht. Der Tag wird kommen. Er ist noch weit entfernt, aber er wird kommen. Open. So. Und das ist so traurig, kein Eis zu haben. Aber wir haben doch 158, oder hatte ich da irgendwas, war irgendwas nicht richtig bei der Bestellung? Habe ich da irgendwas nicht richtig gesehen? 158 hatte ich vielleicht mehr? Was ging? Mal eben gucken. Wenn wir alles einmal nehmen, dann gucken wir in den Warenkorb und dann machen wir einen Preis 129,50. Das ist doch in Ordnung. Dann mache ich vielleicht doch noch hinten auf. Sollte ich tun. Kommt denn da einer oder liefert der woanders? Liefert der vielleicht hier? Ich weiß es nicht. Was passiert denn hier? Kann man hier was machen? Nö. Okay, ich sehe aber auch nicht, dass irgendein LKW sich nähern würde gerade. Und dann Kraftstoff. Jawoll. Es geht wieder los. Geld, Geld, Geld. Ja. Hey. Wer hupt denn da? Die sind immer, das sind hier echt so Hupomaten hier. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Wie soll das irgendwann, das wird ja ein Krach hier, wenn das noch alles größer wird. Und die alle nur noch am Hupen sind. So, da sehe ich gerade, dass der LKW kommt. Hast du mich denn so angeguckt? So, guten Tag sagen. Der eine will was kaufen, das steht fest. Was macht ihr denn? Jetzt ernsthaft? Du kommst hier hin, um einfach deinen Müll... Na ja, okay, pass auf. Geh jetzt erstmal schnell den LKW entladen, dann bist du wieder was ausgesucht hast. Ich am Wochenende. So. Ja, 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 ja. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Geht das auch schneller? Danke. So. Abstellen. Da ist noch mehr drin. Boah, jetzt haben wir aber Regal voll hier. Sehr gut. Mehr ist nicht drin, ne? Nee. So dann, schönen Feierabend. Mach, dass du wegkommst. Muss jemand bedienen. In der Werkstatt ist auch schon jemand. Oh mein Gott. Drei in der Kasse. Komm, mach zu mir. Jetzt geht der Stress los. Gehen wir erstmal... Ich bin gleich bei euch. Muss eben den Wagen betanken hier. How much do I owe you? Yep. Du sagst es. So, Entschuldigung. Sie warten mussten.
Good job. Ja. Kann ich ja. Next one, please. Wow, super. Ja. Hier, wir sind noch vom Chef bedient. Persönlich. You're a lifesaver. Ja. So was von. So, dann kommen wir in die Werkstatt. So, was haben wir denn da? Da müssen wir erstmal aufbocken. So, was konnte ich da jetzt machen? Tab. Ne, Tab, um Werkzeuge zu öffnen. Nee, das. Achso, hier steht's ja. Linke Maustaste. Was, um aufheben? Was haben wir denn hier? Motorhaube. Das nützt mir gar nichts, oder? Wie konnte ich denn? Jetzt habe ich das wieder vergessen. Hier. Ah, mit Shift. Ah, genau. Der Reifen da hinten ist hin. Eigentlich hatte ich ja auch neue Reifen bestellt, oder? Faszinierend. Ich glaube, wir müssen mal den Müll hier entsorgen. Kommen hier keine Reifen mehr hin. Weiß ich nicht. Aber schadet auch nichts, wenn es weg ist. Teile zur Reparatur. Was stand da? 0 von 1? Reparierte Teile 0, Teile zur Reparatur 1. Aber ich habe keinen Reifen. Tut mir gerade sehr leid, pass auf. Ja, ich weiß, war kacke, aber... Ich denn machen.